Ist Avive HD beliebter als Banks? Avive HD und Banks sind zwei extrem große deutsche Gaming-YouTuber, die beide auch auf der YouTuber-Insel mitmachen. Beide haben ähnlich viele Abonnenten. Während Banks auf seinem Kanal aber mit Minecraft-Videos angefangen hat, hatte Avive HD auf seinem Kanal schon ein Jahr vor Banks mit Call of Duty-Videos angefangen. Aber wer ist eigentlich beliebter? Avive HD hat zwar über 400.000 Abonnenten mehr als Banks, aber ist Avive deshalb beliebter als Banks? Um herauszufinden, wer beliebter ist, muss man erst einmal schauen, woran man erkennen kann, welcher dieser beiden YouTuber beliebter ist. Dazu kann man schauen, wer von den beiden am öftesten auf YouTube gesucht wird, wie viele Aufrufe sie im Monat auf ihrem Kanal machen und wie viele Aufrufe die Videos im Durchschnitt haben. Aber wer wird mehr auf YouTube gesucht? Seit dem Anfang von Avives Kanal im Jahr 2013 wurde Avive HD deutlich mehr gesucht als Banks. Das hat aber nicht lange gehalten, denn Mitte 2015 ist die Suche nach Banks in einem enormen Tempo an Avive HD vorbeigerast, bis Banks die Jahre danach weit über viermal mehr gesucht wurde als Avive HD. Das ist dann auch weiterhin so geblieben. Seit dem Sommer 2015 wurde Banks immer deutlich mehr gesucht als Avive HD. Vor allem die letzten Jahre ist der Unterschied noch einmal unglaublich deutlich sichtbar. Man könnte jetzt vielleicht denken, es suchen viele auch nach Avive und nicht nach Avive HD, aber scheinbar suchen die Leute deutlich mehr nach Avive HD als nach Avive. Heißt das aber, dass Avive HD nicht so beliebt ist wie Banks, obwohl er mehr Abonnenten hat? Wenn man sich die monatlichen Aufrufe anschaut, dann sieht das ähnlich aus. Während Avive HD nämlich meistens zwischen 6 und 25 Millionen Aufrufe im Monat hat, hat Banks meistens über 30 Millionen Aufrufe im Monat. Aber woran liegt das? Wenn man schaut, wie viele Videos die beiden am Tag hochladen, dann ist da ein deutlicher Unterschied. Während Banks nämlich aktuell jeden Tag ein bis zwei Videos hochlädt, hat Avive in den letzten zwei Wochen nur 7 Videos hochgeladen. Banks lädt also aktuell fast viermal so viele Videos hoch wie Avive. Das ist ziemlich viel. Aber wenn Banks so viel mehr hochlädt, dann könnte es sein, dass Avive HD natürlich mehr Aufrufe pro Video hat. Aber stimmt das? Wer hat mehr Aufrufe pro Video? Avive HD hat aktuell auf seinen Videos im Durchschnitt 213.000 Aufrufe. Das ist einiges. Obwohl Banks aber so viel mehr Videos hochlädt, hat er aktuell 269.000 Aufrufe pro Video im Durchschnitt. Das heißt, Banks ist auf jeden Fall beliebter als Avive HD. Woran denkt ihr, kann das liegen, dass Avive HD so weniger auf YouTube gesucht wird, obwohl er mehr Abonnenten hat als Banks? Abonniert und jetzt tschüss.